2 von Yangstil Tai Chi. Ich führe die Nummer 1 nochmal mit vor, um noch ein paar kleine Details zu sagen. Das erste ist, die Chinesen arbeiten immer mit Schuhen. Ich mag es nicht, mit Schuhen Tai Chi zu machen. Ich spüre mit den Füßen viel mehr, ich kann mich besser erden. Also, Nummer 1, das Tor öffnen. Sinken auf die Mitte des rechten Fußes, linken Fuß parallel ablegen. Und jetzt achtet drauf, wenn ihr ganz locker lasst, dann schwingt die Hüfte ein bisschen. Versucht es zu spüren. Wieder in die Mitte, das Qinik. Nummer 2. Rechte Hand schützt, während ich auf den rechten Fuß gehe. Linke geht nach außen, aber nicht zu weit nach hinten, nur seitlich. Fällt. Und jetzt nimmt sie den Fuß mit und die Hände drehen aufeinander zu, Ball halten. Der Fuß geht wieder nach außen. Erst wenn er abgelegt ist, nicht bam, bitte nicht, geht runter. Den Fuß ab, dann geht das Gewicht, beide Knie gebeugt, nach links. Kranischschwanz streichen, die Hände wechseln, linke schützt, rechte blockt senkrecht nach unten. Geht nach außen, nimmt den Fuß mit. Jetzt wieder schaut die linke Hand an, sie dreht, wenn die rechte nach unten kommt. Die linke Hand reagiert auf die rechte. Ablegen. Aber nicht fallen. Ja? Flach ablegen, Kranichschwanz streichen, rechte Hand schützt. Wir gehen nach rechts, linke Hand dreht um. Ich nehme den Ball aus der Diagonalen, nicht von dort, von der Seite. Diagonal, hier ist mehr Spannung drin. Jetzt beide Knie gebeugt, die Hüfte bewegt sich. Ich könnte den linken Fuß abheben. Gewicht von ganz rechts auf ganz links. Die Hüfte bewegt die Hände, der Kopf geht mit und guckt immer in die Diagonale. Die Hände drehen ein, die Hüfte zieht zurück. Nicht jetzt sowas machen. Die Hüfte zieht zurück, die Energie kommt auf mich zu. Wenn es nicht weiter geht, dann leite ich um mich herum. Lass wegfliegen. Ziehe zurück ganz auf den linken Fuß, öffne den rechten, lass die Ellbogen sinken, Hände sind entspannt, aber nicht krumm die Finger bitte und ich gehe ein bisschen nach vorne. 70% vorne. Kein Angriff, nicht strecken. Es ist eine Schutzhaltung, wo der Körper ganz harmonisch ist. Die Hände können auch nicht nebeneinander sein, weil dann wäre hier Spannung drin. Ich führe es nochmal vor. Bleibt aufrecht dabei, senkrecht, wie ein Leuchtturm.